Heute möchte ich mit Ihnen noch einmal über das Prinzip der gewaltfreien Widerstandes sprechen. Was ist gewaltfreier Widerstand? Warum und gegen was brauchen wir ihn? Gewaltfreier Widerstand ist ein Weg, den vor 90 Jahren bereits Gandhi gegangen ist, als er in Indien gegen die Gewaltherrschaft der Engländer in seine Freiheit führte. Ich habe darüber schon vor einigen Wochen hier gesprochen. Gegen was und wozu brauchen wir jenen gewaltfreien Widerstand also? Wir brauchen ihn gegen jede Form von Irrationalität und Unvernunft, gegen jede Form von Kurzsichtigkeit und Vorteilssuche, gegen jede Form von passivem, blindem Gehorsam und blindem Vertrauen gegenüber einer inneren und äußeren Instanz, die uns das Recht, selber zu denken, absprechen will. Wir brauchen ihn, wenn wir mit ansehen müssen, wie die Politiker und Medien in unserem Land einen Protest einfach ignorieren, der sich seit Wochen für die Wiederherstellung der Grundrechte engagiert, weil weiterhin auf zerstörerische Art und Weise durch Maskenpflicht und eine Vielzahl an Hygieneauflagen und Regeln in das Beziehungsgefüge der Menschen hereingewirkt wird. Wir brauchen ihn, wenn wir miterleben müssen, wie die Verantwortlichen, Teile des Wissenschaftsbetriebes und die Medien unberührbar an ihrer Behauptung festhalten, Lockdown und Social Distancing seien wirksame und deshalb unverzichtbare Waffen im Kampf gegen Corona, obwohl eine wachsende Zahl an Wissenschaftlern in der Welt die verheerenden Folgen dieser Maßnahmen und der Angstmache in den Medien für unsere Gesundheit und für die Ausbreitung des Virus beschreiben. Wir brauchen den gewaltfreien Widerstand auch, wenn die Stimme vieler Menschen in diesem Lande ohne jeden Widerhall von Seiten der öffentlichen Medien und der Politik im Nichts verklingen und weiterhin das Bild des gefährlichen Killervirus die Medien bestimmt, obwohl wir erleben können, dass die Corona-Maßnahmen uns systematisch schwächen und dass immer mehr Menschen in der Welt unter der Last dieser Maßnahmen leiden oder sogar in Krankheit, Hunger und Tod getrieben werden. Wir brauchen ihn auch, wenn in großen Schritten ein alles umfassender Schirm von Hochfrequenzfeldern, genannt 5G-Netz, über den Globus gespannt wird, der von annähernd 20.000 Satelliten am Himmel und abertausenden Hochfrequenzsendern auf Erden im Abstand von kaum 150 Metern gespeist wird und die Biosphäre der Erde in unvorstellbarem Ausmaß beeinträchtigen wird. Und das, obwohl inzwischen weltweit ca. 10.000 Studien auf die dramatischen Folgen jenes Netzes für Leib und Leben der Menschen, Tiere und Pflanzen hinweisen. Und wir brauchen diesen Widerstand, wenn jene, die auf diese Gefahren hinweisen, mit einer Geste der Ignoranz einfach in das Reich der Verschwörungstheoretiker und Spinner verbannt werden sollen. Wir brauchen den gewaltfreien Widerstand, wenn wenige unendlich vermögende Menschen auf Erden Medien und damit die Macht der Meinung in ihren Händen haben und ohne jede Legitimierung immer mehr in den Bereich der Gesundheit, der Bildung, der Wissenschaft und der Politik eingreifen. Die Liste der Gründe, warum wir Gandhis Prinzip des gewaltfreien und entschlossenen Widerstandes als ein neues Kulturgut wiedererstehen lassen und weiterentwickeln müssen, könnte ich beliebig fortsetzen. Doch will ich hier damit enden. Jedem von Ihnen fielen auf Anhieb sicherlich tausende andere Gründe ein, weshalb es an der Zeit ist, dass die Menschen in diesem Lande endlich aufstehen und in entschlossener Weise den geistigen Kampf mit der Irrationalität aufnehmen. Was aber unterscheidet einen geistigen von einem irdischen Kampf? Was unterscheidet den gewaltfreien Widerstand von Aufständen, Revolutionen und Kriegen, die wir alle nicht wollen, ja, die wir mit allen Mitteln verhindern müssen? Bei einem Geisteskampf geht es immer um einen Inhalt, das heißt darum, einen von uns als falsch erkannten Gedanken mit aller Entschlossenheit durch einen wahreren Gedanken zu ersetzen.
Gandhis gewaltfreier Widerstand, Satyagraha, setzt immer in einem inhaltlichen Ziel an, welches zuvor in aller Klarheit und Deutlichkeit gedacht worden ist. Der gewaltfreie Widerstand ist also die Kraft des Willens, die sich aus dem sicheren, gedanklichen Erfassen einer Notwendigkeit ergibt. Ein Geisteskampf setzt den Geist voraus, der Geist aber hängt mit dem Denken und der Erkenntnis des Menschen zusammen. Niemals kann ein Geisteskampf ausgefochten werden, wenn nicht zuvor dasjenige Ziel, wofür der Geist sich einsetzt, in absoluter Klarheit gedacht, für wahr erkannt und kommuniziert worden ist. Gandhi musste sich also sicher sein, dass sein Ziel, die Beziehungen von Indien und England auf eine würdigere und damit bessere Basis zu heben, für das Ganze notwendig und richtig war. Dazu musste er sich absolut klar darüber sein, dass das, was er tat, nicht ein spezielles Sonderinteresse Indiens, sondern eine Notwendigkeit für die Menschheit darstellte. Dies aber konnte er nur dadurch, dass sein Handeln aus einem übergeordneten Ideal heraus motiviert war, welches selbst den Gegner einbezog. Das Ideal hatte Kraft, weil er es klar vor sich sah und es in allen Konsequenzen in seiner Notwendigkeit durchdacht, begründet und durchgearbeitet hatte, sodass er dadurch in der Lage war, es vor jedem Menschen dieser Erde unerschütterlich zu vertreten. Woran dagegen entzünden sich Aufstände, Revolutionen und Kriege, also der gewaltsame irdische Kampf? Jene ergreifen die Menschen dann, wenn sie zwar fühlen, dass etwas nicht in Ordnung ist, wenn sie aber noch nicht in der Lage sind, das, was sie fühlen, so klar durchzudenken und weiter zu bearbeiten, dass es auch für andere Menschen verständlich werden kann. Etwas nur zu fühlen, statt es klar zu denken, bedeutet, dass wir noch nicht in der Lage sind, das Ganze einzubeziehen, sondern in unserem eigenen Subjekt gefangen bleiben. Während ein bewusst erarbeitetes Ideal Verbindungen und Entwicklungsprozesse unter den Menschen anregen kann, erzeugen Emotionen immer Spaltungen, Stillstand, Konflikte und zuletzt Kriege. Unser heutiges Problem ist, dass wir alle zwar fühlen, dass etwas in der Welt nicht mehr richtig läuft, ja, dass wir dringend eine Veränderung brauchen, dass wir aber bislang nicht die Kraft aufbringen, daraus entschiedene Konsequenzen zu ziehen. Warum aber fehlt es uns an jener Kraft, jener Entschlossenheit und jenem Mut, wirklich für das, was wir fühlen, geistig einzustehen, das heißt darum zu ringen, auch andere Menschen mit diesem Anliegen zu berühren. Die Gründe für unsere Schwäche, die wir heute mehr oder weniger alle haben, sind vielfältig. Im Gegensatz zu Gandhis Zeit- und Landesgenossen leben wir in einer Welt der Bequemlichkeit und des Wohlstandes. Wir haben verlernt, für etwas, was uns wirklich wichtig ist, hart zu arbeiten oder uns einzusetzen. Durch die zahlreichen vermeintlichen Vorteile der Wohlstands- und Konsumgesellschaft haben wir verlernt, uns mit ganzer Kraft für ein Ziel einzusetzen und entscheiden uns vielfach lieber für den Weg des geringsten Widerstandes. Da wir dadurch in unserem Willen immer mehr erschlaffen, lassen wir uns zunehmend nur noch durch Zuckerbrot und Peitsche motivieren. Es fehlt dem Menschen die Kraft zu einem freien und entschlossenen Wollen, welches ausschließlich durch das motiviert wird, was wir in Klarheit als notwendig erkannt haben. Nur eine solche eigenmotivierte Willenskraft ist dazu in der Lage, auch Durststrecken mit Widerständen und Entbehrungen durchzustehen. So bräuchte es eine Willenskraft in uns, etwas, was wir als notwendig fühlen und wirklich ins Bewusstsein zu nehmen und so lange durchzuarbeiten, bis es als klarer und starker Gedanke vor uns steht, bis es als solcher unser ganzes Fühlen berührt, bis es zuletzt unseren ganzen Willen entzündet. Nur wenn jede Willenskraft fehlt, können Irrationalitäten, Lügen oder gar Machtimpulse in uns und in der Welt Fuß fassen. Nur weil wir das, was wir als Unrecht fühlen, nicht ausreichend
zu einem klaren Ideal durcharbeiten, kann es geschehen, dass jene Kräfte der Irrationalität, der Vorteilssucht oder gar der Machtgier in uns und der Welt wie ein Krebsgeschwür ihr Unwesen treiben können. Ohne jene klare Willenskraft werden wir den Weg jenes gewaltfreien, entschlossenen Widerstandes nicht gehen können. Vielmehr werden wir entweder angesichts der Übermacht resignieren und uns zuletzt doch aus Angst, Sicherheitsbedürfnis oder dem Wunsch dazuzugehören an das scheinbar Unvermeidliche anpassen oder aber uns so stark gegen jenes auflehnen, dass wir zuletzt an unserem eigenen revolutionären Geist zugrunde gehen und den symbolischen Märtyrertod sterben. Wir aber wollen nicht resignieren oder uns zuletzt doch anpassen. Ebenso wenig wollen wir den Märtyrertod sterben. Vielmehr wollen wir uns mit vereinten Kräften für eine wahrere, schönere und bessere Gesellschaft einsetzen, in der nicht auf die Irrationalität gehört wird, sondern auf die Weisheit. In der nicht das Hässliche zur neuen Norm wird, sondern die Schönheit. In der nicht die Macht regiert, sondern die Menschlichkeit. Dafür aber müssen wir einen dritten Weg finden, der weder Anpassung bedeutet, noch Revolution. Einen dritten Weg, der dazu in der Lage ist, das, was sich aus der Vernunft ergibt, allmählich in die Realisation zu bringen. Auch wenn das, was sich hier in unserem Lande gerade abspielt, das kaum mehr ahnen lässt, so war Deutschland einmal das Land der Dichter und Denker gewesen. Einer der größten deutschen Dichter und Denker, Johann Wolfgang von Goethe, der die Schrecken der Französischen Revolution miterlebt hatte, vertrat die Auffassung, unsere Aufgabe sei es nicht, eine Revolution anzustoßen, sondern eine Evolution geistig anzuregen. Evolution, Entwicklung statt Revolution. Entschlossene Entwicklung aus einer Kraft eines klaren Ideals heraus. Dieses Anliegen Goethes, das ist auch die Kraft, die Gandhis gewaltfreier Widerstand in uns anregen will. Dabei bedeutet Evolution für Goethe nicht, dass wir das Bestehende immer weiterentwickeln sollen, sondern dass wir es da, wo es an einen Nullpunkt gekommen ist, auch vergehen lassen müssen, um aus jenem Vergehen einen neuen Phönix aus der Asche erstehen zu lassen. Diese Kraft zur Entwicklung setzt eine große und starke Geistessubstanz des Menschen voraus, nämlich die Fähigkeit, das, was unwahr ist, klar und mit starken Empfindungen zu durchdenken und zu durchdringen und es für eine Wahrheitsfindung zu nutzen. Wenn wir nicht in aller Klarheit erkennen, fühlen und vor uns und der Welt begründen können, welch zerstörerisches Potenzial zum Beispiel in den Maßnahmen des Social Distancing und des gesellschaftlichen Lockdowns und in dem neuen 5G-Netz liegen, so werden wir niemals den Geisteskampf mit den Irrationalitäten im Menschen und damit auch in uns selbst aufnehmen können, welche scheinbar über jeden Zweifel erhaben, diese Dinge unberührbar und unbeirrt vorantreiben. Blicken wir abschließend einmal auf die Gemeinderatssitzung vom vergangenen Dienstag, in der ja, wie viele von Ihnen wissen, der Ausbau des Projektes Heidenheim Smart City vorangetrieben werden sollte, welches mit der Etablierung eines 5G-Netzes Hand in Hand geht. Angesichts einer von den Bürgern mangels Mitspracherecht erlebten Ohnmacht entwickelte sich rasch eine emotionale Antipathie gegen den Gemeinderat. Sollte doch dieser ohne Mitspracherechte der Bürger über das Projekt zusammen mit dem Oberbürgermeister abstimmen? Buhrufe und der Ruf "Wir sind das Volk" erfüllten den Raum und brachten den aufgelösten Oberbürgermeister sichtlich an den Rand der Verzweiflung. Vermutlich hat er mit solchen Ausbrüchen oder Emotionen von Seiten der Bürger nicht gerechnet und solche auch noch nie erlebt. Auch der laut ausgesprochene Gedanke einer Bürgerin, die Corona-Schutzverordnung sähe doch vor, dass Menschen, welche aus medizinischen oder sonstigen zwingenden Gründen keine Maske tragen könnten, von der Maskenpflicht ausgenommen wären, mit dem diese sich der Forderung des OPs entgegenstellte, die Menschen mögen sich an die Maskenpflicht halten, waren nicht in der Lage, die Wogen zu glätten, sondern ließen diese noch höher schlagen.
konnte man mit ansehen, wie der OB und der Gemeinderat da unten ohne Mundschutz und teilweise auch ohne Abstand beisammen standen, während einem selber das erniedrigende Symbol des Mundschutzes aufgezwungen werden sollte? Konnte man diese Geste der Macht und angeordneten Unterordnung unwidersprochen stehen lassen? Angesichts dieser von vielen als Provokation erlebten Geste und all der angestauten Frustrationen schienen die hochwogenden Emotionen unvermeidbar. Und doch waren es gerade jene Emotionen, wodurch das unerschütterliche Machtgefüge zwischen oben und unten, zwischen Politik und Volk umso stärker etabliert wurde. Wie immer sitzen doch die Mächtigen in solchen Situationen immer am längeren Hebel. Und so war es für den Bürgermeister ein leichtes, den Tagesordnungspunkt zu streichen und die Anwesenden mit dem Hinweis auf die wiederholten Störungen unter der Androhung von Polizeieinsatz des Saales zu verweisen. Aber blieb ihm unter dem Druck der Angriffe und Antipathie, der er sich ausgesetzt fühlen musste, noch irgendein anderer Ausweg? Und was bleibt auf Seiten der Bürger nach einer solchen Veranstaltung über das hinaus, was als Resignation, Verzweiflung, Ohnmacht oder was als verzweifelter Wunsch weiter aufzubegehren gefühlt wird? Es bliebe der dritte Weg, also der Weg des gewaltfreien Widerstandes, der Weg einer entschlossenen Evolution, als ein Weg, der an einem klaren Gedanken ansetzt und der aus diesem heraus die wirklich entschlossene, brüderliche Beziehung auch zur anderen Seite sucht. Wie könnte der Weg des gewaltfreien Widerstandes in einem solchen Falle aussehen? Am Anfang müsste ein klarer Gedanke, ein klar gefasstes, gut gegründetes und durchgearbeitetes Ideal stehen. Dies wäre in diesem Fall die Erkenntnis, dass das, was sich hier mit der Etablierung von 5G abspielt, uns alle angeht und sich nur deshalb durchsetzen kann, weil die Zerstörungskraft desselben nicht ausreichend von der Menschheit ins Bewusstsein genommen wird. Dann aber müsste ein zweites hinzukommen. Ausgehend von dem klaren Ideal einer 5G-freien Welt, in der das Leben, die Gesundheit und die Entwicklung von Natur und Mensch höher steht als der Wunsch nach noch weiterer Bequemlichkeit, Vorteilen oder gar Profiten, müsste nun der Bezug zu denjenigen geschafft werden, die offensichtlich die Zerstörungskraft jenes neuen Netzes entweder nicht sehen können, beziehungsweise bagatellisieren oder aber aus einem Gefühl, dem Trend ohnehin nichts entgegensetzen zu können oder gar selber davon zu profitieren, nicht sehen wollen. Es muss also ein erstes Verstehen, ein empathisches Zugehen, ein Interesse für denjenigen, der hier zum Beispiel im Gemeinderat sitzt und über diese Dinge zu entscheiden hat, stattfinden. Dieses geistige Zugehen auf die andere Seite, dieses Interesse auch für Sie, ist unabdingbare Voraussetzung des gewaltfreien Widerstands. Sie aber zu entwickeln in einer Situation von Ohnmacht, Wut und Verzweiflung ist schwer und will geschult, geübt und systematisch gelernt werden. Wie könnte ein entschlossenes Einstehen für ein Ideal im Sinne eines gewaltfreien Widerstands in diesem Falle aussehen? Denken und fühlen wir uns einmal in den OB hinein, der da unten steht und sich einer großen Gruppe emotional aufgeladener Bürger gegenübergestellt fühlt. Hat dieser noch irgendeine andere Möglichkeit, als in diesem Falle die Polizei zu holen? Ist nicht auch er in dieser Situation in seinen eigenen Emotionen gefangen, wie wir, und kommt aus eigener Kraft nicht mehr heraus? Wäre es in diesem Falle nicht unsere Aufgabe, ihm da herauszuhelfen? Wie aber könnte das aussehen? Nun stellen wir uns einmal vor, 100 Menschen wären im Raum und würden an der Stelle, wo der Bürgermeister ihnen Wortverbot erteilt hätte, in etwa folgendermaßen sprechen. Lieber Herr Ilk, wir verstehen, dass das, was wir hier tun, gegen die Ordnung verstößt. Da wir hier nach der Gemeinderatsordnung, die wir grundsätzlich achten wollen, über kein Rederecht verfügen. Jedoch stehen wir unseres Erachtens in einer sehr außergewöhnlichen Situation, durch die wir uns verpflichtet fühlen,
in diesem Fall einmal trotz eines offiziellen Redeverbots für ein paar Minuten den Raum zu nehmen, Dinge anzusprechen, die für Sie, für uns, für unser Land, ja, für die Welt von großer Wichtigkeit sind. In unserem heutigen Fall sind wir der tiefen Überzeugung, dass das, was unser Anliegen ist, wichtiger ist als die äußere Form der Gemeinderatsordnung, da es hier in höchstem Maße um die Zukunft der menschlichen Gesundheit und unserer Natur geht. Wir alle sind nach intensivstem Studium der wissenschaftlichen Faktenlage zu dem klaren Ergebnis gekommen, dass die Folgen des hier zu etablierenden 5G-Netzes für die menschliche Gesundheit, das menschliche Immunsystem und damit auch den Umgang mit Corona verheerend sein werden. Deshalb können, wollen und dürfen wir nicht zulassen, dass diese Entwicklung sich in der Welt einfach durchsetzt, ohne dass zunächst eine gründliche Aufarbeitung der Faktenlage und eine Auseinandersetzung mit denjenigen 10.000 Studien stattfindet, die sich mit diesem Thema wirklich auseinandergesetzt haben. Einen Teil dieser Studien haben wir für Sie parat. Da es um die Gesundheit des Menschen und den Erhalt der Natur auf der Erde geht, sehen wir uns moralisch und ethisch verpflichtet, heute für einmal, für einige Minuten, dieses höhere Gut in den Vordergrund zu stellen und Sie hiermit zu einem Dialog mit den Bürgern einzuladen. Denn wo Not ist, da besteht auch die Notwendigkeit, einmal die gewohnte Form für einen Moment durch eine neue, stimmigere Form zu ersetzen und damit der Not gerecht zu werden. Dieser Dialog kann gerne in einem gesonderten und geordneten Zusammenhang stattfinden und sollte heute von uns gemeinsam verabredet werden. Wir wollen einem solchen Prozess einer Zusammenarbeit das volle Vertrauen aussprechen. Wir müssen uns aber darauf verlassen, dass Sie Ihren Beschluss so lange aussetzen, bis ein solcher Prozess zu einem Konsens geführt werden kann. Wie anders klängen solche Worte in den Ohren eines Gemeinderates als dasjenige, was sich vergangenen Dienstag dort abgespielt hat? Und dennoch möchte ich keineswegs behaupten, dass durch eine solche Kraft auf einmal schon eine nachhaltige Wende in dem Prozess zum 5G erzielt werden könnte. Zu stark ist der Druck, der von oben hereinwirkt. Zu schwach der Mensch bislang in seiner Substanz, diese Kraft der Entschlossenheit durchzuhalten, wenn nötig auch in einer Situation, in der ihm, wie damals den Menschen in Indien, vielleicht sogar die Gewehrläufe der Machthaber entgegentreten. Gandhis Weg zum gewaltfreien Widerstand setzte jahrelange intensive geistige Arbeit und Schulung voraus. Unermüdlich schulte er die ihm verbundenen Menschen darin, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen und damit die Würde des Menschen höher zu achten als das Leben selbst. Angst und Bindungsfreiheit waren die Folgen jener konsequenten Schulung Gandhis, die bei ihm und seinen Mitstreitern eine tiefe Spiritualität freisetzte. Mit Spiritualität meine ich die Kraft, sich niemals durch Angst, sondern ausschließlich durch das eigenständig gefasste und erkannte Ideal, also das wirklich Notwendige, bestimmen zu lassen. Jene Kraft aber war es, aus welcher zuletzt durch eine friedliche Einigung der beiden Länder Leben und Würde vieler Menschen erhalten werden konnte. Dass Indien auf diesem Weg zuletzt doch in die Spaltung getrieben wurde und dadurch später noch viel Leid und Tod über die Menschen kam, ist sicherlich ein tragisches Kapitel dieses Teils der Menschheitsgeschichte und zeigt, dass auch Gandhis gewaltfreier Weg noch nicht sein ganzes Potenzial entfalten konnte und von uns weiterentwickelt werden muss. Der gegenwärtige Ausgangspunkt und die Substanz, mit der wir heute einen solchen Weg antreten werden, ist unendlich niedriger in seinem Niveau und ungleich schwächer an Kraft. Während Gandhis Mitstreiter Entsagung, Not und Hunger gewohnt waren und von daher harte Entbehrungen in ihrem Ringen um Gerechtigkeit in Kauf zu nehmen gewohnt waren, während Gandhi selbst sogar eine längere Gefängnishaft auf sich nahm und für eine weitere geistige Vertiefung seines Schulungsweges nutzte, sind wir durch die Verlockungen der modernen Konsumgesellschaft schwach und vielfach ängstlich geworden. Auch haben wir angesichts einer Welt, in der passiver Medienkonsum für uns alle an der Tagesordnung ist, sehr viel unserer ursprünglichen Denk- und Konzentrationskräfte über die noch Gandhis in Meditation geübten Mitstreiter verfügten, eingebüßt. Jene Denk- und Konzentrationskräfte künftig zu schulen,
auf dass sie zu einer Grundlage für diesen ohne Zweifel langen, mühsamen und entbehrungsreichen Weg des gewaltfreien Widerstandes werden können, scheint mir aber nötig. Persönlich sehe ich keinen anderen Weg für die Menschheit, als jene Substanz zu erringen, die uns die Kraft geben wird, eines Tages auch diejenigen, die sich vielleicht jetzt noch als Gegner darzustellen scheinen, durch unser Anliegen zu berühren. Geistig gesehen handelt es sich keineswegs um Gegner. Geben doch Sie uns Gelegenheit, an Ihnen unsere eigene Gedanken, Klarheit und Willenskräfte für ein gemeinsames und übergeordnetes menschheitliches Ideal konsequent zu schulen. Mein persönliches Anliegen ist es deshalb, mit all jenen Menschen, die an einer Schulung jener Geisteskraft Interesse haben und damit das Ziel eines gewaltfreien Widerstandes auch als ihr Ziel erleben können, in einen konsequenten und langfristigen Schulungs- und Arbeitszusammenhang zu treten. Da ich gerne in Zusammenarbeit mit einigen Mitstreitern für diese eine seminaristische Schulungs- und Arbeitsmöglichkeit anbieten möchte. Von diesem Zusammenhang aus möchte ich gerne mit allen Menschen, die sich mit den Themen befassen, zusammenarbeiten. Interessierte mögen sich über meine E-Mail medpraxis@web.de an mich wenden. Außerdem ist es möglich, auch den heutigen Text wieder über die genannte Adresse von mir zu erhalten. Ja, vielen Dank, Dr. Edlich, für die wieder sehr interessanten und ja,